Willkommen, meine Damen und Herren, zu Mystica TV und dem zweiten Teil eines Gespräches mit Martin Zoller. Ich grüße dich nochmal. Danke dir, Thomas, dass ich bei dir sein darf, bei euch sein darf. Freut mich auch sehr. Du bist eines der bekanntesten Medien, würde ich schon sagen. Und ein Zitat von dir gefällt mir sehr gut. Das heißt, ich sehe einen Teil meiner Aufgabe darin, immer wieder geistige Grenzen zu sprengen. Vielleicht auch, weil es in deinem Leben immer so war, dass immer wieder sich diese Grenzen erweitert haben? Ja klar, indem man natürlich jetzt medial arbeitet, hellseherisch, merkt man, dass sich die Grenzen der Realität immer wieder neu definieren müssen, weil sie immer wieder gesprengt werden. Man lernt Neues dazu. Man lernt selbst auch neue Techniken, um mit der Medialität zu arbeiten, wie ich auch in meinem Buch Intuition geschrieben habe, das mit dem Giger Verlag veröffentlicht wurde. Je mehr man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, desto mehr lernt man jeden Tag und merkt eigentlich, dass es gar keine Grenzen gibt. Jetzt habe ich eine Frage an dich, die dir sicher noch nie gestellt wurde. Könntest du mir die Lottozahlen für nächste Woche schon mal voraussagen? Ich würde so sagen, wenn ich das könnte, würde ich es dir nicht sagen, damit ich das Lotto selbst gewinne. Okay. Leider ist es nicht möglich. Warum? Ich glaube, hier gibt es verschiedene Antworten, die man geben kann, aber wahrscheinlich alle richtig sind. Also wenn man Edgar Cayces Antwort folgen möchte, der hat gesagt, dass, weil er wurde natürlich auch gefragt, Edgar Cayce war ein berühmter Hellseher, vielleicht hast du von ihm auch gehört, ja, oder bestimmt sogar. 50.000 Readings, glaube ich, also Menschen, die ihre Gesundheit vorausgesagt, aber eben auch über die Zukunft, Wendezeit und also Sachen. Atlantis soll wieder auftauchen, also Ding hat er vorausgesagt. Genau. Und er hat gesagt, mediale Leute können keine Lottozahlen vorhersehen, weil sonst ja alle nur noch einmal Lotto spielen würden, gewinnen und sich dann irgendwo auf einer Südseeinsel zurückziehen und nicht mehr mit den Menschen arbeiten. Und klar, ich habe es mit Lottozahlen ausprobiert, ich habe es auch mit anderen Wetttechniken ausprobiert, leider ohne Erfolg. Wieso jetzt genau, kann ich leider auch nicht sagen. Ist es vielleicht dann doch sowas wie eine höhere Ordnung, die dafür sorgt, dass sozusagen ja, wir nicht zu große Fehler machen? Oder? Theoretisch möglich. Ja, ja. Mhm. Okay, und jetzt wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Du sagst ja, wir alle haben im Grunde erstmal eine Intuition, die ist beim einen mehr, beim anderen weniger entwickelt. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Arten, mehr wahrzunehmen. Es gibt hell fühlen, hell sehen. Fällt dir so gibt es eine Übung, wo man das mal ein bisschen schon erproben kann, sozusagen die Sinne zu erweitern? Meditieren allgemein ist sehr gut, um die Intuition zu stärken. Sämtliche Meditationen, die zum Beispiel mit dem dritten Auge arbeiten, das dritte Auge öffnen, sind sehr gut. Meditationen, die mit Visualisierungen arbeiten, das heißt, man lernt die inneren Bilder zu verstärken, man lernt auf innere Bilder zu achten. Man lernt vor allem, und das ist auch wichtig, im Alltag auf Zeichen zu achten. Diese Zeichen müssen nicht nur durch Bilder wahrgenommen werden, die können auch durch äußere Begebenheiten, Begegnungen, Bilder, die man sieht, wahrgenommen werden. Eine sehr einfache Übung, die aber sehr, ich würde sagen, sehr hilfreich ist, um die Intuition zu fördern, ist, dass man zum Beispiel am Morgen, wenn man aufwacht und man weiß, was einen tagsüber erwartet, eine kurze Meditation zu den Hauptereignissen machen wird, um zu sehen, wie man deren Entwicklung spürt. Hat man in seiner Intuition, in seiner Meditation das Gefühl, das wird gut oder weniger gut? Sieht man irgendwelche Hindernisse oder sieht man vielleicht, dass es so gar nicht zustande kommt? Und dann schreibt man sich das alles auf und am Abend, wenn man dann den Tag hinter sich hat, dann vergleicht man den Ablauf des Tages mit dem, was man gesehen hat und kann ungefähr sehen, wo man richtig lag und wo man nicht so richtig lag. Und anhand von dem kann man natürlich auch die eigene Intuition fein einstellen. Also man kann die Intuition nicht nur schulen, sondern man muss sie auch fein einstellen. Man muss spüren, wo ist man gut und wo ist man nicht gut. Das heißt, auch in der Intuition gibt es, ich würde sagen, Schwergewichte oder Hauptgebiete, in denen man besser ist als in anderen. Also es gibt zum Beispiel mediale Leute, die sind sehr gut im Heilen, jetzt mit den Händen, aber die sehen fast keine Bilder. Dann gibt es Menschen, die sehen Bilder, aber diese Bilder sind vielleicht eher zu Verstorbenen, aber weniger jetzt zu lebenden Menschen. Die sind dann sehr gut in Jenseitskontakten. Dann gibt es wieder andere, die haben jetzt weniger Kontakt mit Jenseitskontakten. Dafür sehen sie sehr viel über das Leben hier. Also so hat
schon auch gibt es verschiedene Tendenzen, die man für sich entwickeln kann. Und natürlich, je mehr man übt, desto besser wird man. Ich sage immer, dass es ist mit einer Sprache. Wenn man eine Sprache lernen möchte, muss man viel üben. Also man fängt an mit einzelnen Wörtern, dann lernt man die Grundformen der Verben, dann die Konjugationen, dann lernt man über Satzstellungen und irgendwann auch Vergangenheit- und Zukunftsformen der Verben. Und dann setzt man Schritt für Schritt Wörter zusammen, man setzt, bildet Sätze, man lernt Konversationen. Mit der Meditation und der Intuition verhält es sich auch so. Das heißt, zuerst muss man mal vielleicht lernen, wie man überhaupt Bilder sehen kann. Dann muss man lernen, wie diese Bilder funktionieren. Dann muss man lernen, diese Bilder zu interpretieren. Und dann irgendwann kann man auch lernen, wie man sich bewusst bestimmten Themen öffnen kann. Also das sind so Schulen, denen man auch folgen kann, weil es ohne feste Regeln doch irgendwo auch eine Struktur gibt, die das Ganze zusammenhält. Und wenn man, diese Struktur ein bisschen versteht und weiß, wie diese Jenseitswelt funktioniert, wird es auch einfacher, sie zu verstehen. Braucht man da auch einen Lehrer im Grunde? Ist sicher hilfreich, weil wie überall ist es gut, wenn man jemanden hat, der einem Rückmeldungen geben kann zu Sachen, die man sieht. Vielleicht sieht man ja auch Bilder oder hört Sachen und weiß nicht, wie damit umgehen. Diese Lehrer, die können alles Mögliche sein. Das kann eine physische Person sein, ein Mensch, kann aber auch ein Lichtwesen sein, ein Verstorbener, ein Schutzengel, ein aufgestiegener Meister. Kann aber auch ein Buch sein, kann ein Film sein, kann eine Begegnung sein in der Straßenbahn oder im Taxi. Es gibt natürlich Menschen, die haben vielleicht nicht so viel diese Hellsichtigkeit und glauben vielleicht daran, dass man so ein bisschen so eine Intuition schon hat, aber können sich einfach nicht vorstellen, dass es Engel, Geistwesen, Geistführer gibt. Was sagst du diesen Menschen? Also ich kann ihnen natürlich meine Begegnungen und meine Erfahrungen wiedergeben und erzählen, wie das ist und was man davon lernen kann. Oft ist es tatsächlich so, dass dann viele, viele Menschen sagen, sie hätten auch schon etwas gespürt oder sogar gesehen und wissen aber nicht, wie damit umgehen. Es gibt auch Menschen dann, die wollen mehr darüber wissen und die wollen selber auch wissen, wie sie das Ganze umsetzen können in ihrem Leben. Ich würde sagen, und das habe ich gesagt, die letzten 20 Jahre beobachtet, so lange mache ich das schon, die Menschen heute sind viel offener. Also der richtig verschlossene, fanatische Skeptiker, der sogenannte Dinosaurier, den gibt es fast nicht mehr. Der ist am Aussterben. Ja, find ich auch. Also ich kann auch heute an einer ganz normalen, in Anführungszeichen, an einer Besprechung mit Menschen, die nicht spirituell sind, im klassischen Sinne, kann ich über Auras sprechen, über Energien, über Meditationen und da findet man fast keinen mehr, der sagt, du spinnst ja und das ist doch absoluter Blödsinn. Und ist noch einer so, und gibt es noch einer von diesen Skeptikern, dann wird er sogar oft komisch angeguckt heute. Also ich habe da schon Wandel festgestellt und das ist ein gutes Zeichen, dass die Menschen sich tatsächlich auch immer mehr öffnen für diese Themen. Würdest du auch sagen, dass die Menschen generell sensitiver werden? Also bis hin zur Frage, du kennst dich ja diese ganze Wendezeit-Thematik 2012, wir steigen auf in die fünfte Dimension. Also wie siehst du das? Sind wir in einer ganz besonderen Wendezeit oder ist es einfach ein normaler Fluss des Lebens? Also ich würde schon sagen, wir sind in einer Wendezeit und werden wieder sensitiver, weil, wie du sagst, wir beobachten das. Es gibt natürlich viele Kulturen, die waren schon immer sehr sensitiv. Für die muss sich weniger ändern als für uns. Und klar, wir leben in einer Zeit der Veränderung. 2012 ist ein wichtiges Jahr. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur jetzt 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012. Wir konnten ja bereits seit 2004 sehr viel beobachten. In einer medialen Durchsage wurde mir auch gesagt, dass es tatsächlich bereits kurz nach der Jahrtausendwende angefangen hat mit den Veränderungen. Das wird sicher auch weit über 2012 gehen. Ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen sehen wird, dass alles anders ist. Das wird sich verändern. Da wird sich auch einiges umstellen müssen. Wird sich auch umstellen und vielleicht werden wir aber auch erst in 10, 20 Jahren sehen, was genau wirklich tatsächlich alles passiert ist um diese Wende. Man weiß es tatsächlich nicht wirklich. Nee. Ja. Jetzt nochmal zur Praxis. Du hast ein ganz schönes Beispiel auch, wie ich unterscheiden kann zwischen Fantasie oder einem Bild, das ich wirklich sehe. Wie kann ich das wahrnehmen? Wie kann ich den Unterschied feststellen?
Gut, Fantasiebilder sind Bilder, die wir entstehen lassen in unserem Bewusstsein. Das heißt, sie werden entweder bei uns kreiert oder wir übernehmen sie von anderen Menschen, die sie aber auch wieder selbst kreiert haben. Das heißt, es sind wie Legosteine, die man vor sich zusammengesetzt hat und die irgendwas bilden. Währenddem eine Vision, eine intuitive Wahrnehmung, ein bereits existierendes Bild ist, das wir vielleicht noch verändern können, wenn wir es manipulieren wollen, aber eigentlich ist es statisch. Das ist wie wenn wir aus einem Fenster gucken und beschreiben, was wir außerhalb dieses Fensters sehen. Egal, ob jemand nun aus dem Fenster guckt oder nicht und die Landschaft beschreibt, die ist dort. Genauso verhält es sich auch mit Visionen. Egal, ob jetzt jemand medial guckt, ob es einen dritten Weltkrieg gibt oder nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ihn geben muss, aber wenn er tatsächlich festgeschrieben ist in unserer Zukunft, dann ergibt es ihn, egal ob es jemand anguckt oder nicht. Auch in individuellen Visionen, wenn ich mit jemandem arbeite und ich sehe in dieser Person eine Situation, die sich ergeben wird, dann wird die Person diese Situation normalerweise auch erleben, egal ob wir es ihm sagen oder nicht. Diese Bilder sind, ich nenne sie real, und es ist tatsächlich eine Meditation, die ich auch in meinen Kursen den Menschen lerne, wie man spüren kann, ob etwas nun selbst kreiert ist oder ein Bild, das gegeben ist. Könntest du die beschreiben, diese Meditation? Ja, wenn man ein Bild vor sich sieht und nicht weiß, ob das nun Fantasie ist oder Wirklichkeit, dann kann man das Bild total verändern. Wenn das Bild nun so nach der Veränderung so bleibt, wie man es verändert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fantasie war, relativ groß. Währenddem, wenn es wieder seine Ursprungsform zurücknimmt, die Möglichkeit, dass es eine Vision war, eher stärker ist. Okay. Und normalerweise funktioniert diese Übung sehr gut. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Bekannten, der war in der Schweiz bei mir an einem Kurs. Und der hat das auch gemacht für ein Fußballspiel. Er hat meditiert und wollte das Resultat eines Fußballspiels sehen, hat dann 3-1 gesehen und wollte sehen, ob es wirklich wahr ist oder nicht, und hat dann das 3-1 zu einem 5-1 verändert und wollte sehen, ob das 5 bleibt oder nicht. Das wurde dann tatsächlich wieder zum 3, und er hat mir dann erzählt, dass das Spiel auch mit 3-1 endete. Also ein gutes Beispiel, wie es funktioniert. Mhm. Also sehr spannend. Wir sind immer mit den anderen Ebenen des Seins verbunden. Es ist natürlich trotzdem ein unglaublich mystischer Reiz immer noch, wenn man über diese Themen spricht, mit Menschen spricht, die diese Fähigkeiten hat. Tauscht du dich viel mit anderen sensitiven Menschen aus oder erkennt ihr euch gleich und vergleicht ihr manchmal auch, wie der eine und der andere etwas wahrnimmt, oder passiert das eher selten? Doch, klar, man spricht, wie man arbeitet, man tauscht sich aus, man erzählt sich, man hilft sich gegenseitig auch. Also ich habe 2-3 Bekannte, die sind sehr gut, die arbeiten sehr gut auch. Und wir machen da zum Beispiel einmal pro Jahr einen Sitzungsaustausch. Mhm. Das heißt, wir lesen uns gegenseitig. Oder wenn ich jemanden treffe, klar, dann schaue ich mir normalerweise auch die Aura an. Und wenn ich sehe, da hat jemand was, dann frage ich nach, wie das jetzt bei der jeweiligen Person empfunden wird und wie sie arbeitet. Und dann tauscht man sich aus und ich erzähle von meinem Leben. Und dann gibt es ja auch gewisse Kongresse und Veranstaltungen, an die dann solche Menschen gehen, und dann tauscht man sich sowieso aus, bleibt auch in Kontakt und lernt voneinander. Sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch zum Abschluss die Frage. Für mich ist manchmal so die Frage, es gibt ja Menschen, die wollen lernen, hellsichtig zu sein und so. Also da zunächst mal die Frage, glaubst du auch, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, warum will ich es überhaupt lernen? Und Teil 2 der Frage, kann es nicht passieren, dass, wenn ich Hellsichtigkeit lernen will und dann habe ich es gelernt und dann sind meine Sinne offen, dass es mich auch überfordern könnte, wenn ich dann so viel wahrnehme? Ich glaube, dass man sich zuerst schon von Anfang an fragen will, wieso will ich das lernen? Nicht unbedingt, weil vor allem, wenn es ein neues Thema ist, dann kann man noch gar nicht wissen, wieso man es lernen will. Mhm. Vielleicht spürt man einfach, da ist was, vielleicht sieht man auch Lichter oder Wesen oder hört Stimmen und weiß einfach, dass man sich mit dem mal auseinandersetzen sollte. Und dann sieht man automatisch, wo es einem hinführt. Mhm. Und klar, es kann überfordern, aber deswegen ist es auch wichtig, dass man gute Bücher liest, gute Literatur, wie zum Beispiel meine Bücher. Die wirklich sehr schön in aller Bescheidenheit berühren, ganz abgesehen davon, schöne Geschichten, wirklich. Danke.
und gute Seminare besucht oder sich mit Menschen unterhält, von denen man weiß, dass sie gut sind, ist wie überall, wenn man sich Schritt für Schritt aufbaut und lernt und sich mit dem Thema seriös auseinandersetzt, würde ich sagen, dann ist man eigentlich stark auf der sicheren Seite und dann kann auch nicht viel passieren. Also wie gesagt, ich mache das jetzt bereits 20 Jahre und ich habe noch nie jemanden angetroffen, ich hatte noch niemanden an meinen Kursen, der irgendwie total überfordert gewesen wäre oder von dem ich dann plötzlich gehört hätte, dass irgendwas Schlimmes passiert wäre, weil er sich nicht mehr kontrollieren konnte. Also mit ein bisschen mit gesundem Menschenverstand und einer gesunden Intuition spürt jeder klar und gut, wo er durchgehen sollte und wo vorsichtig sein, wo Grenzen sein. Aber das ist ja überall im Leben so, auch beim Autofahren. Ich meine, man sollte nicht mit zu schneller Geschwindigkeit innerorts über rote Ampeln fahren, auch das provoziert Unfälle. Und so verhält es sich natürlich auch bei diesen medial intuitiven Situationen. Auch hier, wenn man ein bisschen, muss man vorsichtig sein und wenn man gewisse Regeln einhält, dann ist man eigentlich auf einer sehr sicheren Seite. Sehr, sehr spannend. Also wir leben in spannenden Zeiten, wo wirklich viel passiert. Auf jeden Fall. Und ich mache da gerne mit, Grenzen zu sprengen, zu erweitern. Ich finde das wunderbar. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir mal wieder einen kleinen Talk machen. Ich danke dir sehr. Danke, Thomas, und danke euch für euer Programm. Und schön, dass ich hier sein durfte. Und ich würde mich freuen, wieder mal zu sein hier. Willkommen. Danke. Das war's bei Mystica TV. Sie sehen, wir leben in spannenden Zeiten. Auch Sie haben vielleicht ganz andere Sinne und Fähigkeiten. Machen Sie sich nicht zu klein. Alles Gute, bis bald.